Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise Sunbreak. Und zwar sind wir wieder weiter. Jetzt kommt die Aufstiegsquest für die Vier-Sterne-Monster. Was gibt's? Was hast du herausgefunden? Nun, immer so ungeduldig, Fio. Du musst lernen, langsamer zu sein. Du darfst nicht immer überall reinplatzen. Okay, ich habe Folgendes herausgefunden. Ich habe die Analyse der Garangolmproben beendet. Bevor wir uns damit befassen, sag mir ehrlich, Fio, was hältst du von dem, was geschehen ist? Also nun, es schien von vornherein seltsam. Garangolm sind furchtsam. Dass er aus dem Königreich herauskommt... Sicher ist, einer der drei Gebieter hat aber einen stillen Charakter. Das ist nicht mal ansatzweise eine aggressive Kreatur. Okay, Monster ändern ihr Verhalten, das ist nicht neu, aber es muss einen Grund dafür geben. Nachdem ich mir die Proben angesehen hatte, dachte ich drüber nach und... Nun, ich fand etwas Merkwürdiges. Etwas Merkwürdiges? Kleine Wunden überall am Körper. Das ist eine aktive Kreatur, was erwartest du? Schon wieder diese Unterbrechungen, sei einfach still und hör zu. Die Wunden waren wie Bissspuren, vielleicht von einer viel kleineren Kreatur. Aber ich kann sie nicht identifizieren, ihre Form und Chemie passen zu nichts. Du verstehst, worauf ich hinaus will? Denkst du an jene seltsame Kreaturen, die am Himmel kreisten? Genau, es ist nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass sie die Aggressivität des Garangolm beeinflusst haben. Was denkst du, Admiral? Können wir einen fangen? Lustig, dass du fragst. Einige sind gerade in der Nähe des Aurorakant auf den Forstinseln gesehen worden. Glaubst du, du kannst dich um den Aurorakant kümmern, während ich einen Mampfer eintüte, Aro? Ich meine, ich glaube eher nicht, dass ihr Trottel sie fangen könnt. Nur zu. Nun, Aro, tut mir leid, dass ich frage, aber bist du bereit, einen Aurorakant zu jagen? Sicher? Ich gucke mir an und dann kann ich mich dann immer noch entscheiden. So, mein Stuhl quietscht wie Hölle. Ich brauche einen neuen. Ich habe eine Quest von Bahari. Wir sollen jetzt das untersuchen. Ich muss die Kreatur für die Questliste benennen. Bahari nennt es die Quirio. Okay. Bahari verfolgt die Quirio und du jagst den Aurorakant über die Frostinsel. Oh, tut mir leid. Das steht nirgendwo in meinen Aufzeichnungen. Ist schon gut. Absolut. Ich kläre das. Sei vorsichtig da draußen. Die Namen. Oh Gott, die Namen. Ich habe es bestimmt alle falsch ausgesprochen. Ist egal. Nein, oder? Aurorakant. Naja, hätte ich mir eigentlich denken können. Somnakant, Aurorakant. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Er sieht aber hübsch aus und die Rüstung vom Somniac ist echt cool. Also es könnte was Cooles draus werden. Jetzt müssen nur noch die Werte stimmen, also die, ihr wisst schon, was man so machen kann, die Fähigkeiten und dann mal schauen. Jetzt kriegen wir erstmal ein schönes Intro-Video. Moment, wollte streichen? Ach, verdammt. Ha, Entschuldigung. Ich komme gleich nach. A song drifts softly over snowy soil, bewitching and seducing all those unfortunate enough to be in earshot. And before they even sense it, they find themselves frozen to the bone. Helpless as their life is drained away. How the song ends, they will never know. For this minstrel shall never refrain. Lockende Sirene Aurora Kant. Ja, kennen wir ja. Beziehungsweise ist halt eine neue Farbe und hat neue Fähigkeiten, aber so vom Ding her ist sie natürlich gleich. Nimmst du den Gosharak mit?
Ja gut, ja. Dann nimm halt das Häschen mit. Oder ich nehme den Hasen mit, der ist ja direkt hier. Vom Gossara brauche ich ja Teile. Aber wir können ja beide nachher mitnehmen. Ist ja nicht so, als ob sie die gleich ins Gras beißen würde. So, dann komm mal her. Eigentlich sieht sie aus wie ein Sonderkant, die zu lange im Wasser war und deswegen Frostbeulen hat. Nein, da ist es, glaube ich, ja. Lied ist auch gleich, aber ich finde ihr Lied eigentlich ziemlich cool. Diesen Frauenchor da, der ist. Wobei ich nicht weiß, ob das von der Karte her ist oder von ihr. Wow, okay. Nur klein. Ich geh schon mal zum Wasser. Das ist der Plan. Ich muss euch nämlich nach unbedingt die Rüstung von dem Typen zeigen. Das ist so eine, wo ich sage, die sieht richtig cool aus. Also es gibt viele echt hübsche Sachen, die ich hier haben möchte. Wo ich jetzt einfach geskippt habe, weil es einfach zu viel sind. Aber der hier, der ist richtig cool. Ja gut. Selbst wenn vorher Mondfall wurde, hat etwas anders gelaufen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich muss ja auch ein paar Kämpfe wegnehmen. Dichter Eis. Müsste aber jetzt der Hund auch was Neues haben, oder? Ach, siehst du, ich wollte dem Palikon und dem Palamut die Sachen geben von dem Affen. Haben wir nicht gemacht. Oh, verdammt. Ja, ich renne immer noch mit
High-Ranked-Rüstung rum. Aber es sind nur noch zwei Teile, ja? Drei Teile habe ich schon im Meisterrang. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin gerade nur am Trinken. Könnte der Rüstung liegen. Wenn ich die Teile dafür nicht kriege, dafür kann ich nichts. Ist ja nicht so, als würde ich nie farmen. Aber anscheinend gibt es seine Juwelen nicht her. Der ist sehr knauserig. Und ich schicke sogar schon meine Leute nur auf die Jagd nach Anjanat-Material, damit ich Fell und keine Ahnung was bekomme. Aber ich krieg nur Schuppen. Wie gesagt, ich kann dir bestimmt schon 200 Schuppen von dem Typen geben. Und ich krieg kein Fell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich ja jetzt schon das Tier gewechselt. Deswegen bin ich auf Gossara gegangen. Aber bei dem kann mir halt auch was sagen. Rein theoretisch muss man so ein Viech 5-mal machen, 5-6-mal, und dann hat man Seerüstung zusammen. Ja, eigentlich. Ich muss noch diese große Schnecke fotografieren. Ich hab's letztens mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, wo man stehen muss, damit man die sieht. Auf dem Schiff, oben drauf. Das ist oben rechts, neben dem Lager. Okay. Oder der Schiff ist mein. Und jetzt wird blau. Ich weiß doch schon aus dem letzten Loch hier. Okay, da geht die Party ab. Die möchte zu allen. Mal sehen, wer zuerst geht. Letztens hatte ich einen Anjanat. Und niemand ist auf dem geritten. Aber der hat die ganze Zeit unser Hauptmonster verprügelt. Der hat nicht aufgehört, das zu verprügeln. Der ist auch nicht rausgekommen. Das war voll geil. Wir haben voll viel Schadenspunkte, also hat er gemacht. Das war richtig cool. Okay, alle drei schreien sich an. Das ist auch einfach nur ganz hinten. Jetzt prügelt sich der Kostara für den Hasen. Ja. Oh, man kann den Hasen da holzen? Ja. Ja. Thank you.
gut, dass du das hast, dass jetzt auch da liegt. Ich dachte, hast du nochmal so eine Arschbombe reingemacht? Jetzt beiß doch mal unser Pass langsam, bitte. Sehen, wie deine Rüstung aussieht. Okay, das war eine coole Attacke. Gift? Nicht? Da, das war gemein. Ja. Jetzt ist er klar. Halleluja. Geht doch. Ich dachte, ja. Hat sich aber gewirkt, du. Ja, für die Größe, ne? Ja. Dann zeig mir mal deine schicke Rüstung. Zeugs von der habe ich aber nicht bekommen. Hey, how's it going? Hey, gut gemacht da draußen. Kuki Kurio besorge Riot. Yep. Was? Da wird es ein Exemplar haben, kann ich herausfinden, wie sie das Verhalten des Garangolm beeinflusst haben. Und wenn ich das herausfinden kann, können wir vielleicht verhindern, dass die Monster mehr Chaos anrichten. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Ha, ich bin so aufgekratzt. Monsterschmodder, schlaflose Nächte, fragwürdige Experimente, das Leben ist toll. Während Bahari herumexperimentiert, können wir uns unseren Aufgaben widmen. So. Erst mal mit allen reden. Wir haben eine Anfrage von der Jägergilde. Bariot Ärger. Okay. Forschungswerke, Königreich, Gilde. Bariot. Einfach. Die lese ich nicht vor, weil das trägt jetzt nicht irgendwie zur Geschichte weiter. Die geben mir nur einzelne Quests. Von wegen, tötet den, fang den, bring das. Ja, ich spreche noch mit der Kleinen hier. Beziehungsweise ich gucke mir erstmal die Rüstung an und dann... Ist es die Almutron-Rüstung? Sieht immer noch irgendwie aus wie von den Power Rangern, keine Ahnung. Aber ich habe keinen. Gibt's von der keine Rüstung? Doch. Warum habe ich die nicht? Wenn ich teile. Ich habe nur Almutron, aber von den.
Müsste direkt unter dem Sonderkampf sein. Ah, ja. Ja, es ist anders eingefärbt. Toll. Pure Begeisterung. Bin ich jetzt etwas enttäuscht, ja, muss ich sagen. Weil ich einfärben kann cool. Ich ja alleine. Aber die Farbgebung finde ich tatsächlich besser als vom normalen. Na, das normale sieht halt eher so aus von wegen, fancy Magier. Und das andere sieht eher aus wie, Dieb Meuchelmörder. Es ist hübsch. Mir gefällt ja schon die erste Rüstung, aber einfärben kann ich alleine. Okay, hätten wir das. Dann gucken wir noch schnell an, was die hier jetzt Neues hat. Hallo Aru, Bahari konnte einige Exemplare sicherstellen. Das sind doch tolle Neuigkeiten, oder? Aber hast du das Maul dieser grauenvollen Kreatur gesehen? Reiß dich zusammen. Prinzessinnen sagen nicht I. Bahari hat angefangen, sie zu analysieren. Hoffentlich haben wir bald neue Informationen. Übe dich in Geduld. Fahre ansonsten mit den Monsterrang 3 Quests fort, aber sei bitte vorsichtig, okay? Ja, schauen wir mal. Wieso? Ich habe jetzt Nagakuga. Oh, die schöne Spinne. Nein! Nein, Magna Malo! Oh nein! Der ist doch schon so schwer in High-Ranked. Warum soll ich den denn Meister machen? Blöde Katze, ich hasse dich. Ich habe keine Ahnung warum, aber Magna Malo und ich, wir wären keine Freunde mehr. Ich hasse ihn mit seiner blöden Kackattacke, wo er dann rumrennt und dann so puff und knall und du bist tot und... Ja. Oh ja, das sind ja tolle Quests. Oh wow, ich raste aus. Okay, die kennen wir aber alle schon. Ihr werdet mich dann wiedersehen, wenn wir zu Monster Rang 4 Quest da sind. Und ich werde euch dann wieder zeigen, wie Nagakuga, die Spinne und Magna Malo aussehen. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die Gosharak-Rüstung. Das ist, glaube ich, die einzige Rüstung, die ich noch nicht gezeigt habe. Almutron haben wir gesehen, den haben wir gesehen. Varangolm, Gosharak, so sieht die aus. Und ich finde sie vom Detailgrad einfach mega cool. Es hat wieder hinten eine Axt, die mit so einer Kette befestigt ist. Der Gürtel sieht halt total geil aus. Ich mag es auch, wenn so Fell überall dran ist und die Frisur ist halt total fancy. Also, ich finde alles an der einfach cool. Und die hat sich so verbessert. Das ist die Rüstung. Jetzt gucken wir sie mal uns bei hochrangig an. Bitte. Und wo war der doch? Da. Ich hab's gleich. Da. Das ist die alte Rüstung. Ist auch hübsch. Sie ist auch wirklich hübsch. Aber ich finde die meiste Rangrüstung toppens echt um... Krass, also der Designer, der das gemacht hat, riesen Respekt. Mir gefällt jede Rüstung. Ich hätte am liebsten alle in meinem Schrank. Ja, okay. Das war's dann für die Folge. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.